Wir sind zurück in den Ringfurtgärten. Beim letzten Mal hat sich der kleine Frosch, den wir kennengelernt haben, als Ingwei entpuppt. Ja, richtig. Velvets Bruder war auf unserer Seite und er scheint ein bisschen gechillter zu sein, als er noch gegenüber Cornelius war. Was hast du dazu zu sagen, Matthew? I'm sorry about that. I can't let myself be captured this time. Oh no, is something wrong? Ach stimmt, wir haben Matthew gerettet. Grandpa. Stimmt, wir wollten ja beim letzten Mal auch in die Netherworld. Was sag ich mit dir? Oh mein Gott, das Urza oder was? Beldor? Nee, es war Beldor. Beldor wurde in einen Puka verwandelt. Da hast du deine gerechte Sprache. Strafe. What in heavens has he done to me? Beldor, you shall lead me to the Netherworld. Fine, I don't care. Okay, vielleicht sag niemals nie, eventuell wirst du irgendwann doch nochmal gerettet. Have no fear. I shall make sure that he does not escape. Das ist Kaninchen-Saison. Did you go to Titania? My cousin? My cousin, okay. Haben wir irgendwas? Schlemmerring ist aber normaler, okay. Packen wir ein paar Sachen in die Box. Wie diesen Schlemmerring, den wir schon haben. Ein bisschen Milch, Materie. Ich glaube, mitkommen. Nehmen wir noch ein paar Maulbeeren mit. Wir könnten bald mal wieder einen Jongleur machen. Und wir können mal kurz die ganze Materie zusammen craften. Zu einem schönen Fläschchen. Das bringt einfach gar nichts. So, jetzt sind wir wenigstens Level 4. Dann wiederum die auf Anschlag zu haben, bringt es einfach, weil dann erreichen sie schnell das nächste Level. So, wir haben einen Todesdampf, haben wir doch beim letzten Mal bekommen. Da können wir ein bisschen rein investieren. Sehr schön, glatte 4. Oh, ich liebe die Giftmischerei. Illumini. Ich bin dafür, dass wir uns ein Illumini herstellen. Wir brauchen bessere Nahrung. Wir müssen bald mal wieder was züchten. Und es wäre vielleicht gut, wenn wir das Puka-Städtchen besuchen. Oder diesmal das Café Kanickel, weil wir immer ins Puka-Gasthaus gehen. Vielleicht können wir uns hier andere Sachen kaufen, wie craften. Welcome. Craften heißt ja im Endeffekt nur herstellen. Von daher in der Tat. Oh, ein cremiges Dessert. Wie sieht das aus? Oh shit, jetzt habe ich es geskippt. Wir werden es wohl niemals erfahren. Mangosahne-Speise. Schon gut, Tashi. Will this be all for you? Und noch geile Pfannkuchen! Will this be all for you? So, mit vollem Magen kämpft es sich besser. Vor allem in der Netherworld, wo es ja quasi... Da gibt es bestimmt kein Essen, da gibt es nur Tote und sowas. Kein schöner Ort. Lass da mal hingehen. Your Majesty, I shall gladly fight to the death with honor and pride for my country. Das trifft sich gut. My paladin troops have succumbed to the demon lord Cypher. If I attack without a sound battle plan, it will be difficult. Oh, ich wollte gerade sagen, gut, dass du den Tod erwähnst. Wir gehen nämlich in die Unterwelt. Hey, Moment. Bist du nicht Ingwei? Oh, warte. I'm so stupid. Ja. A human. Ja. Ingwei. Ich glaube, sie kriegt ihn nicht mehr aus dem Kopf. Na, mein kleiner Froschi? Froschi, 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 Froschi. Okay, auf in die Unterwelt. Wird schon schief gehen. We are now in the realm of the Queen of the Dead. This is the Netherworld. If this is all you want, let me go now. Now do you understand how that dragon felt? I'll have you accompany me until we find Braum. Melvin ordered me to bring him here. That is all. I know not where he is. Why not ask that spirit over there? What? Would it respond to me? Can I ask a question? Do you know of Braum, the blacksmith who was brought here?
Nothing. In palace. The dwarf who designs jeweled weapons. The queen is keeping him there. Thank you. It seems Braum is safe. Beldor? Well, I'm not frightened. I can do this alone. How can I be in this shape? And strut around where the Hawley are lurking? If they ever find me... Oh! It seems that there have been many fools wandering the abyss of death lately. These cursed souls also enter the Queen's realm without fear. Okay, immerhin um den müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Aber wie kommen wir jetzt hier raus? Oh, ist das neblig hier. Bah. Beim letzten Mal, wo wir hier waren, war das nicht so neblig. Ist das ein neuer Verteidigungsmechanismus oder ist das einfach nur Maresa, die quasi... Sind ihre Sinne als Fee so ein bisschen sensibel auf den Nebel? Vielleicht sind Puka todesresistent. Ich meine, Puka sind de facto unsterblich. Ich weiß nicht, ob das schon erwähnt wurde. Aber wer mit dem Puka-Fluch in Berührung kam, ist quasi eine unsterbliche Fabelwesen-Kreatur. Ist halt nur blöd, wenn du sonst nichts machen kannst, wenn ich die Welt fürchte. Ist das noch ein Leben? Shashi will nicht unsterblich sein. Absolut verständlicherweise. Wobei, wenn wir schon über das Thema Unsterblichkeit reden, da gibt es ja zwei Ausführungen. Es gibt einmal unsterblich wie in unantastbar. Und es gibt so etwas, nennen wir es mal zeitlos. Dass du quasi, du kannst zwar getötet werden, aber du kannst nicht... Du alterst nicht, deine Zellen können sich für ewig regenerieren. Ich meine, dann hast du immer noch die Möglichkeit, irgendwann einfach Schluss zu machen. So wie Deadpool. Technisch gesehen ist Deadpool Ersteres. Aber seine Regeneration ist halt so gut, dass man ihn... Das Ding ist, Deadpool überlebt es ja, wenn du ihn wortwörtlich in Stücke reißt. Deshalb würde ich halt schon sagen, dass es eher... Das ist eher Ersteres, dass du einfach nicht getötet werden kannst. Dann wiederum, unter gewissen Umständen kann man ihn eventuell doch töten. Das Ding ist, ich werde wahrscheinlich morgen Deadpool und Wolverine nochmal gucken. Weil das, glaube ich, jetzt auf Disney Plus ist. Ich hoffe nicht zur Einzelausleihung. Ich hoffe, das ist schon... Ja, dann wiederum. Warum sollte es schon auf Flatrate sein? Keine Ahnung, was wird. Vielleicht spiele ich auf die DVD demnächst. Aber so genau habe ich dann leider nicht aufgepasst, ne? Ist sehr schwierig. Ja gut, dann ist er ja technisch gesehen doch Zweiteres. Aber es fühlt sich seltsamer. Sagen wir, er ist ein Edge Case. Sagen wir einfach, er ist ein guter alter Edge Case. Ein Kantenfall. Du sollst nicht wieder deine gruselige Zukunftsscheiße machen. Oh mein Gott, ich habe die Flashbang gemacht. Haben wir nicht schon mal so eine Flashbang bekommen? Apropos, ich habe doch was Neues. Freikugel, was bringt das? Ah, okay, das ist... Oh, das... Oh, okay. Scheiße, das müssen wir öfter benutzen. Habe ich schon ein Down-Special? Down-Special habe ich noch nicht. Okay, dann machen wir das so. Was haben wir noch? Blendgeschoss. Starker Lichtblitz.
Bosonenwucht und Feen-Dings brauche ich nicht. Streuschuss, Todesschuss, Bosonenwucht. Machen wir das einfach mal. Mir ist übrigens aufgefallen, dass diese Viecher, die haben ja einfach Metalle in der Hand. Hatten die die schon von Anfang an in der Hand? Apropos, wenn ich den Zwiebel schon in die Hand kriege. Wollen wir nicht mal eben schnell eine kleine Flashbang bauen und die da mal reinschmeißen? Also ich finde, das klingt spaßig. Da kommt noch mal schon. Okay. Ich würde gern wie ähnlich wie Deadpool sein. Also komplett entstellt, aber dafür unkaputtbar. Ach, shit. Autschi Bautschi. Und kaputt bei einstellen. Nein, ich glaube, das gibt's nur zusammen. Du weißt doch. Jetzt nicht. Ich kann jetzt nicht. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. Ich habe einen Anruf bekommen. Das wird aber nur eine Terminerinnerung sein. Ich hoffe, das macht kein Problem für morgen. Deadpool ist halt dargestellt wegen seiner Heilungskräfte. Okay, ich habe eine Mailbox bekommen. Das heißt, die werden mir bloß sagen, dass ich morgen einen Termin habe. Okay, kein Problem. Eben, die sind leider zusammenhängend, die Kräfte. Da lässt sich nicht viel machen. Der einzige Deadpool, der nicht entstellt ist, der... Nun ja. Der regeneriert nicht so gut, sagen wir mal so. Unsichtbarkeit macht den Anwender unsichtbar und unfähig, mit der Umwelt zu interagieren. Für sicheres Reisen. AK komplett nutzlos, außer man will irgendwie... Nice Pool. Nice. Ich verstehe wirklich nicht die Anwendung von Unsichtbarkeit. Weil du musst mit der Welt interagieren. Es gibt keine Situation, in der du nicht kämpfst. Außer halt in solchen Screens. Aber dann kannst du halt auch nicht die Truhen öffnen und sowas. Was soll das? Wir werden ganz viele Knochen kriegen. Wir werden ganz viele Knochen kriegen. Das wird nice. Ich würde eher komplett bloß entstellt nicht. Verstehe ich nicht. Was ist der Feind? Zwei von den lustigen... Oh Gott, die Viecher. Habe ich nicht theoretisch gesehen mal eben schnell eine Drainage, die ich herstellen kann. Die ich mal auf ihn schmeißen kann. Jetzt liegt nämlich möglichst viel Fett auf der Map. Das wird alles aufgesaugt. Und wir kriegen... sagenhafte... Wir kriegen ganz viele Fusionen gleich. Die kommen da angeschwebt. Oh mein Gott, wie wundervoll. Wie wundervoll die Fusionen angeflogen kommen. Das machen wir gleich nochmal. Ich bin gleich tot, scheiße. Ja, trink halt den Trank. Raus aus den Tentakeln, raus aus den Tentakeln. Machen wir uns gleich noch einen. Wir haben ja genug von den Kernen. Am besten pimpen wir den noch ein bisschen auf. Stufe 4. So, sind die seine Dinger noch draußen. Tag, und schon haben wir wieder geile Fusionen, Alter. Wir machen sogar Plus an den Fusionen. Und ich kann die ganze Zeit meinen Special Move raushauen. Schaut euch das an, das ist doch nicht normal.
Wir haben gerade irgendwie 100 Personen bekommen dafür. So, er hat wieder Zeug beschworen. Machen wir doch einfach den Zyklon zu was anderem. Also, wir haben endlich herausgefunden, wie man diesen Zauber richtig benutzt. Brauchen wir dazu? Ne, das ist ein bisschen zu viel davon. Hm, ist zu wenig. Ich könnte halt noch einen anderen Zyklon mit reinkippen. Wir haben echt viele Zyklons und so viele Illuminis werden wir nicht brauchen. Dementsprechend haben wir noch eine Drainage hin. Bam! Das ist der ultimative Level-Glitch. Okay, wieder Zeug beschworen. Dann machen wir am besten einfach den zu einer Drainage. Das ist ja der Hammer. Ich bin komplett süchtig gerade. Nice. Der Deadpool hat den Nachteil wegen Krebs. Ja, und weil er quasi seinen Krebs besiegt hat, kann er sich heilen. Das ist irgendwie sein Ding. Hä, sollten deine Dinger nicht auch explodiert sein? Deine ist gleich Geschichte. Kann nicht aufhören. Es macht einfach zu viel Spaß. Nur leider machen unsere Kerne nicht mit. Das Ding ist, wir können gleich so viel Obst pflanzen, wie wir wollen. Weißt du was? Bam! Ich schwöre, wir kriegen hier so viele Fusionen. Es ist der Wahnsinn. Okay. Es wird wieder Zeit. Der einzige Nachteil ist, die ganzen Samen gehen irgendwann zur Neige. Deshalb haben wir noch irgendwas, was da reinschmeißen kann. Ja, haben wir noch einen Zyklon? Ja, okay. Das reicht. Nice, Pina, was habe ich gemacht? Und schon haben wir auch wieder die Punkte voll. Das ist der Wahnsinn. Ich habe das Gefühl, die Stärke... Scheiße! Okay, das war höchste Eisenbahn. Weil wenn wir gestorben wären, hätten wir alles verloren, was ich mir eben erarbeitet habe über die letzten 2 Minuten. Dementsprechend wäre es gut, wenn wir nicht sterben. Personen, wir können alles aufleveln damit. Warte, ich mach noch mal eben den hier. Wir gönnen uns gleich ein Fest. Okay, wir sind vergiftet, das ist scheiße. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Komm, die! Geht doch. Und jetzt sind wir von 100 auf circa 500 Personen. Aber nichts wie weg hier. Nichts wie weg hier. Ich will nicht sterben. Nein, ich will nicht sterben. Bitte, bitte, bitte. Lass uns gehen. So, haben wir irgendwas gegen die Vergiftung? Ich kann mir mal eben schnell ein Antidot basteln. Dann wiederum... Ja, die Vergiftung hört eh gleich auf. Okay, das war dumm. Da liegt noch ein bisschen Stissel rum. Eine Peperoni. Zyklon, Materie. Der Blöde kann ja gar nicht. Okay, wir sind ohne Vergiftung rausgegangen. Das ist das Gute, aber... Jetzt heißt es ein bisschen Agrarkultur. Wir brauchen neue Früchte. Deshalb lass uns mal direkt 100 von den Fusionen, die wir gerade bekommen haben. Ich möchte nochmal darauf hinweisen. Oben rechts in der Ecke stehen etwa 500 Fusionen.
400 davon haben wir im letzten Kampf verdient. Das ist ziemlich epic. Und die andere Hälfte, denke ich, werden wir in unsere Fähigkeiten investieren. Und in unsere Skills. Also, dafür ist Drainage da. Katastrophenwolke, Todesdampf. Wir haben leider nicht mehr so viel Nachtschatz. Aber wir können unsere Gifte umso stärker machen. So muss das. So muss das. Erst wenn es richtig in der Wunde zwiebelt, dann ist jetzt ein gutes Katastrophenwolken-Dings. Ich bin nur noch angetan, die Wunderfrucht zu essen. Dann wiederum machen wir daraus einen Oberrenner, wie beim letzten Level. Dann haben wir den schon mal verkocht. Brandfalle. Wir haben theoretisch gesehen noch ein Flurfeuer. Und lass uns aus dem anderen noch schnell die Illumini machen. Danke für den Headpad. Heiltrank, die halten halt nicht mehr so viel. Wir brauchen mindestens Heiltränke, Level 3 Regeneration, 30 Punkte. Ja, den können wir ein bisschen aufpimpen. Warte mal. Das ist noch an, was? Yay, Party! Warum ist das noch an? Wofür war das eigentlich? Neutralisierung. Das kann man in eine Drainage verwandeln, oder? Ja, okay. Ich komme eventuell darauf zurück. Hi, Mahmut. Wir haben gerade echt fetten Gewinn gemacht, was Fusion betrifft. Und damit eine Menge Zeug gekocht, aber das Level, das uns bevorsteht, ist noch lang. Wer hätte gedacht, dass in so einer trostlosen Umgebung so ein ertragreicher Nährboden ist? Also ich hätte das nicht gedacht. Was stört? Wo stört? Was erwartet ihr wohl? Alchemie! Alchemie! Denn wenn wir ein Fläschchen nehmen und ein Pepperoni reinmachen, entsteht eine Brandfalle. Was verkaufen Sie, Guter? Einmal die Gebietskarte, gebackene Languste und... man kann hier Drainagen kaufen. Und Marsha-Kristall 30. Creeper! Oh, man. Wer ist das eigentlich? Der sieht so lustig aus. Derpo Slam. Gebackene Languste mit Krabben und Käse. Wer hätte gedacht, dass man in der Unterwelt sowas Leckeres finden kann? Dann wiederum, ich erinnere mich daran, ein Klassenkamerad von mir hatte sich mal eine Krabbe oder sowas gekauft auf der IFA, glaube ich. Nee, nicht auf der IFA, was laber ich? Auf der Grünen Woche. Und abgesehen, ob das lecker war oder nicht, sei mal dahingestellt, es war einfach ein bisschen cursed zu essen. Ich meine, du musst die ganze Zeit alles abfummeln und so. Es war irgendwie ultra nervig. Er hatte da ein bisschen Probleme mit. Oh, Mondanhänger. Aber ich selber habe noch nie sowas gegessen. Ist mir halt so nervig, dass das Einzige, wofür ich aktiv poble, sind Shrimps und sowas. Also Garnelen. Garnelen finde ich, also die sind natürlich Hit or Miss, nicht jeder mag die, aber ich finde die lecker. Was ich noch nie gegessen habe, hab's nicht gehört. Halt so Krabben und Hummer und sowas, wo du halt, blöd gesagt, die einzelnen Teile so abknacken musst und das Fleisch so rauspulst. Das ist immer nicht so. Garnelen sind das Beste überhaupt. Faced! Faced! Kann ich bitte meine Flashbang benutzen? Okay, Noah. Scheiße. Okay, machen wir jetzt übers Menü. Fusionwucht! Boah, manchmal fühle ich es einfach ein bisschen zu sehr. Wir gönnen uns auf jeden Fall gleich. Wir gönnen uns gleich einen Apfel. Scheiße, okay.
Wir gönnen uns jetzt einen Apfel. War das? Ich glaube, das war's. Nee, da ist noch einer. Und Volltreffer. Das muss aber. Das war's nicht! Okay, chill doch mal. Ich esse noch ein Stück Apfel. Wir machen langsamer sicher plus. Aus irgendeinem Grund hat sie sich jetzt entschieden, den ganzen Apfel zu essen, was mir ein bisschen die Parade verhagelt hat. Garnelen. Okay, Barmut auch. Grey fühlt es auch. Okay, okay. So, ich will nicht sagen, dass es falsch ist, keine Garnelen zu mögen, aber ich freue mich einfach, dass meine Community voller Kenner ist. So kann ich es halt nur am ehesten beschreiben, so, dass ihr das Zeug gut findet. Man kann Garnelen auch so viel machen, man kann Spaghetti essen. Okay, Garnelen mit Spaghetti hatte ich noch nie, aber ich finde das jetzt nicht ihr oder so. Ich bin eher so, muss ich mal ausprobieren. Zu was für einer Soße würdest du denn Garnelen empfehlen? Einfach nur so zu leicht angefeuchteten Spaghetti oder? Hab ich den noch nicht gegessen? Fühl dich nicht gedrängt, aber probier sie, wenn sich die Gelegenheit anbietet. Sie sind. Und iss auf keinen Fall die komische Schale. Cocktailsoße. Also Spaghetti mit Cocktailsoße. So aus der Flasche oder. Oh, schaut mal, wer hier ist! Es ist Zeit für mehr Drainagen. Wir saugen den aus wie so eine Weihnachtsgans. Das ist halt auch super, um die ganzen Dingskerne loszuwerden. Maulbeersamen. Die werden wir eh nicht mehr brauchen. Und weil wir es können. Nee, warte, nicht das. Weil wir es können, pimpen wir den richtig auf. Und schmeißen den jetzt rein und dann. Und dann machen wir den kaputt. Und dadurch, dass jetzt auch nur einer ist, ist es auch einfacher zu managen. Der gibt generell guten Punkte-Output, weil der so viele Add-ins beschwört. Nicht mit deinem Magensaft bespritzen. Der sieht aus wie ein ekliger. Wir haben Elixier erhalten. Damn. Elixier ist gut. Nehmen wir das hier, hauen da meinetwegen nochmal zwei Maulbeersamen rein, nochmal eine Mango. Mal schauen, mit welchem Gain wir dieses Mal rausgehen. Na shit. Solange die Personen rumspielen, können wir immer wieder Punkte zurück. Jetzt halt für die nächste Drainage. Wir haben aber nur noch ein Gefäß. Deshalb, ja, mach die Mangokernen weg. Die kann man am ehesten recyceln. Haben wir noch zwei Mangos dazu. Dann sind wir wieder auf. Dann haben wir wieder 100 plus gemacht. Insgesamt. Wir müssen auch noch unsere ganzen Punkte investieren. Ah, soll ich nochmal? Soll ich nochmal? Wir haben halt nichts. Wir hätten hier Brandfalle Level 3. Komm, hau da zwei Apfelkerne rein. Wir haben nichts mehr zum Aufwerten. Kaum mehr Brandfallen rein. Wen juckt's? Ab dem Punkt, das holen wir uns alles doppelt und dreifach zurück. Bloß nicht sterben, das ist das Wichtigste. Zack, da geht er down.
Und wir haben etwa 150 Photonen plus gemacht. Oder 100, eher 130 als 150. Sollte auch das letzte Mal sein, dass der Gegner für vorkommt. Elixier ist quasi ein Heiltrank mit temporärer Unverwundbarkeit. Die Unverwundbarkeit kann man sich aber eigentlich kleben. Das sind nie mehr als 10 Sekunden. Dementsprechend mit Vorsicht genießen. So, wir haben eine Menge Knochen, wir haben Krabben. Mehr so 160, aber halt auf jeden Fall eine ganze Menge. Wie viel steht uns noch bevor? Eine ganze Menge. Das Level ist ein bisschen größer, als ich gedacht habe. Eventuell brauche ich hier länger als eine Stunde. Aber dann soll es sich gelohnt haben. Auf jeden Fall muss ich euch jetzt schon was sagen, sobald das hier vorbei ist. Wir werden heute eventuell ein bisschen früher Schluss machen. Und vor allem nochmal eine Sache. Welcher Arzt ruft einen um 18 Uhr an? Ich weiß, dass es mein Arzt ist, weil steht halt die Nummer drin. Also ist halt eingespeichert und so. Aber halt, die Zeit ist schon ein bisschen weird, wenn ich ehrlich bin. Ich habe vorhin einen Anruf bekommen, aber ich konnte ihn nicht annehmen. Das ist einfach nur eine Erinnerung, dass morgen mein Termin ist. Und es wundert mich bloß halt um die Zeit. Es ist so spät. Oh, und wir haben die nächste Tasche erhalten. Okay. Kann man mal so machen. So. Gut. Schön. Nee, doch, ich habe das Gefühl, wir müssen uns nicht mehr Sorgen machen um die Personen. Hier finden wir eine Menge Personen. Das ist schließlich die Unterwelt in Delphia. Ah, scheiße, wir haben einen Raum übersehen. Hier sind zwei Kisten, aber wo sind sie? Und was wir auf jeden Fall in der nächsten Safe Zone machen müssen, ist erstmal eine Menge Zeug anbauen, Punkte ausgeben und ja, kann ich mich warpen? Okay. Dann wiederum, hier ist gerade eine Rastzone. Machen wir es doch hier. Ich nehme die ganzen Knochen. Oh mein Gott, das wird sich richtig lohnen. Also. Zack, 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 zack. Das sind jetzt nur die Knochen, die in meinem Inventar waren. Wir haben ja noch ein paar gehortet. Und die holen wir uns jetzt dazu. Nice. Zack, 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 zack. Dann schnappen wir uns die Dreiermaterie. Machen Jongleur draus. Und dann gibt's einen dicken, fetten Puff. Und scheiße, wir hatten schon einen Jongleur. Halt, 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 muss man die, Maubeer. Ding ins Bummens. Was haben wir bekommen? Eine Menge Maubeeren, Pfefferkuchen, ein paar Tränke. Ich meine, Tränke aus nichts bekommen ist schon nett. Aber das sind halt so Base Level 1 halt Tränke. Ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht, ich fühle es nicht. Kein schlechter Trade, aber dann kippe ich eher alle Brandfallen zusammen. Für ein eventuell stärkeres Flurfeuer. Machen wir den Jongleur noch dazu. Zack, zack, Flurfeuer Stufe 4. Mir komme ich natürlich ein bisschen dumm vor, dass ich jetzt den Jongleur eben hergestellt habe, obwohl wir in der Tat noch einen hatten. Aber das kann ja mal passieren. So, das Flurfeuer, ich denke mal, Zyklon, werden wir den noch brauchen. Es kann sein, dass wir einen brauchen, aber dann können wir immer noch einen herstellen. So, wir können eine Menge Früchte anpflanzen, aber wir haben halt nicht mehr so viel. Ja, so 140 Punkte mal eben schnell ausgeben. Für meine Blümchen. Dann wiederum lassen wir noch schnell die Wurst. Okay, okay. Ich habe so viele von diesen Dingern bekommen. Ey, die werden ja für alles alleine aufkommen.
Das ist ja irre. Wir haben einen Fusionen-Gain. Das ist der Wahnsinn. Einfach den Infinite Money Hack gefunden. Und das ist ja das Ding, ihr könnt die Level theoretisch gesehen replayen. Das heißt, ihr könnt immer wieder in diese Stage gehen mit dem Challenge Fight und zwei von diesen Viechern gleichzeitig bekämpfen. Und ihr werdet immer mehr Fusionen draus bekommen. Infinite. Das ist doch dieser Sonic-Gegner. So, theoretisch gesehen könnten wir diese Napfe jetzt auch verkaufen. Moment, bevor ich das mache, lass die mal lieber zusammen machen. Lass uns mal lieber schnell. Zyklon, warum sollte ich den hier ablegen? Zwiespaltring und Schlemmerring, lass uns die verkochen. Zu einem geilen Oberringer Stufe 7. Und damit sollte der Rest dieser Map auf jeden Fall ein Cakewalk sein. So, hier war ein Secret. Warum habe ich es nicht gefunden? Schneller! Hey, hier ist ja gar nichts. Was ist mit dir los? Rede mit mir. Moment, Moment. Hier ist ein Eingang. Ich kann es spüren. Hallöchen, Debbie. Aha, ich wusste es. Es kann nicht sein, dass hier ein leerer Raum ist. Hier muss ein Geheimnis sein. Und wir werden wieder einen Fusion-Prisma bekommen. Gehe ich mal von aus. Sehr schön, was ist es? Dann habe ich gleich eine Excuse, Geld auszugeben. Wir bekommen die Fähigkeit. Meisterkette. Es ist ein passiver Effekt. Erhöht bis zu dreimal den Schaden für jede Fähigkeit in einer Combo. Steigern wir die Obergrenze. Warum nicht? Angriff plus 1. Was können wir hier noch machen? Freikugeln. Angriff plus 2. Fast auf Maximum. Angriff plus 3. Yay, Debbie Party! Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, warum das an ist. Nee, warte. Personenmeisterschaft nicht. Streuschuss 2 von 5. Verschießt ein enormes magisches Geschoss. Das sollten wir auf jeden Fall ein bisschen upgraden. Weil wir es in letzter Zeit auch ziemlich oft benutzen. Oh, und dann sind auch alle unsere Punkte schon wieder weg. Oh, ich war neureich. Ich habe alles ausgegeben. Scheiße. Oh ja. Hatten wir uns hier hin. Da ist das Konfetti drin. Ich weiß halt nicht mehr, wofür das war. Da ist der Endboss. Da brauchen wir wieder irgendeine Laterne wahrscheinlich. Knochentrock ist doch ein guter. Aber ja, verstehe ich. Ich hatte heute auch den Gamer Rage und Mario Kart. You know what? Ich saug nur die Person ab. Ah shit, ich kann die gar nicht klauen. Ah shit. Ich dachte, ich kann die abziehen. Hat aber nicht geklappt. Jetzt haben wir noch weniger als vorher. Dann wiederum, wir werden durchkommen. Ich habe das Spiel schon auf zwei Arten durchgespielt. Einmal durch pures stärker werden und leveln und so weiter. Und einmal durch Alchemigo. Und beide Male hat unglaublich viel Spaß gemacht. Beide Male war, glaube ich, auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Lass mal checken, was habe ich überhaupt eingestellt? Ja, normal. Ich muss irgendwann eigentlich mal ein Hard-Playthrough von dem Spiel wagen. Einfach, weil ich das Wissen habe. Das Einzige, was mich halt nervt, ist, wenn ich dann Stufen wiederholen müsste. Weil, ganz ehrlich, wenn ich Level im Spiel wiederholen muss, um halt stärker zu werden, dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich besser wäre. Oder werde. Dann habe ich das Gefühl, dass ich einfach nur mehr grinde. Und das Spiel quasi für mich leichter mache.
Noch ein Fusionenprisma einfach. Was ist denn hier los? Geisterruf. Aktive Fähigkeit. Beschwört einen kleinen Geist, eine Zeit lang abreine magische Geschosse. Wir können es nicht mal upgraden. Ich habe endlich die Süßigkeitenstrecke geschafft. Mit 15 Punkten und Knochen trocken wir den ersten Platz gestohlen. Die letzte Strecke. Ja, und du wirst mit jedem Mal besser. Du wirst mit jedem Mal besser in diesem Spiel. Ist einfach so. Aber ja, das ist etwas, das sich Mario Kartet werden nennt. Das ist nie schön. Das hatte ich heute auch. Dann kommt der Blaue. Du kannst nichts dagegen machen und es ist zum Kotzen. Ich habe keine Karte. Das ist gruselig. Hä? Warte, es ging dir um die ganze Punktzahl? Wir haben übrigens ein Rezept bekommen. Ich dachte, du hast den Goldpokal nicht bekommen. Ich meine, ich habe aufgehört, auf die Sterne zu grinden, als sie das nicht mehr online angezeigt haben. Es ist auch nicht mehr schwer, die 3 Sterne zu bekommen, solange du es halt schaffst, alle Punkte zu holen. By the way, wo ist eigentlich der Schlüssel? Haben wir den Schlüssel? Oh, stimmt. Wir haben den Mondschlüssel. Wir können schon längst zum Ziel. Warte. Das kann ich abkürzen. Cool, wir sind beim Start. Mattert aber nicht. Ich meine, wenn du darauf grindest, wirst du immer besser in dem Spiel. Ich habe das in Mario Kart 7 gemacht. Dann ist irgendwie mein Safe corrupted und hat sich selber gelöscht. Und deshalb werden wir nach einfach random Mario Kart DS durchspielen, noch definitiv noch random Mario Kart 7 durchspielen. Irgendwann machen, weil ich habe jetzt ein leeres Save-File, wo man das mal machen kann. Gute Sache, oder? Ah, falsche Richtung. Okay, irgendwas sagt mir, dass die komische Königin der Boss sein wird. Deshalb, was wird sie zusammen haben? Finden wir es raus. Defeating Melvin's rebellion? Brom, I came here to rescue you. What in blazes? The Queen came for me? I cannot thank you enough. I need your help. Now come, follow me. The insects are restless. You shall not escape, Brom. You will continue to serve me by crafting your wonderful jewelry. That is what your life is for. I am Mercedes, Queen of the Fairies. Queen Odette, I wish to speak with you. Who your people choose to rule is no concern of mine. This is where human souls are destined to rest. This place means nothing for you fairies who live like the mist. You thieves who steal my belongings. All I need is to crush the bugs who have crawled in here. I guess talking to you is out of the question. Und es ist natürlich wieder Königin Ophelia. Dann wollen wir es mal hinter uns bringen, du Gerippe. Bevor wir das machen, einmal natürlich das gute alte Flirrfeuer aktivieren. Dann eine Katastrophenwolke buchstäblichen Ausmaßes und die geheime Zutat! Rote Feuersoße! Und dann ballern wir dich zu Tode.
Warte, müssen die da nicht. Ah, shit. Wo ist die? Wo ist die? Sie ist da drüben. Bam! 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 Oh mein Gott. Bitte spawne, bitte geh wieder da rein. Bitte porte dich wieder hier rein. Yeah! Okay. Ich würde sagen, da der Oberrenner noch wirkt, ist es Zeit für eine Regeneration. Ah, shit. Oh Gott, sie hat Beine! Sie hat Beine! Das ist ein neuer Angriff, kann es sein? So, halbes Leben haben wir wegbekommen. Den Rest müssen wir ohne schaffen. Wir haben ein bisschen viel Damage genommen. Die Königin der Unterwelt hat ein Gesicht und ein Skelett und Buber. Yes. In der Tat. Oh, sie hat auch so einen Kristall, der explodieren kann. Und ich habe nicht mehr viel Leben. Aber das muss ausreichen. Scheiße. Das wird nicht ausreichen. Okay. Legen wir es nicht drauf an. Ich trinke einfach mal das Elixier, um den Effekt zu zeigen. Wir sind jetzt für dieser Balken mit dem E da links und dem F. So lange wirkt das Elixier und das sind jetzt, keine Ahnung, paar Sekunden. Sagen wir, sind nicht mehr unverwundbar. Hat sich das jetzt wirklich gelohnt? Am Ende war es halt nur ein etwas schwächerer Trag. Alter, wie wird es mit ihrem Bein auch? Na los! Ah ne, tut sie nicht. Hä, doch, sie wird's ab? Alter, ich will nicht deinen Unterleib sehen. Aber wir packen sie an, das ist ziemlich gut. Oh Gott, die Gifthand. Sie hat neue Angriffe, kann es sein. Die hatte sie vorher nicht. Aber so ist das Spiel auch interessanter. Oh mein Gott. Also ich würde sagen, sie ist ein bisschen schwerer, als ich dachte. Ich glaube, ich muss noch einen Trank nehmen, weil sonst geht das hier in die Hose. Pimpen wir das Ding noch ein bisschen auf, damit der auch die 1000 Lebenspunkte abdeckt, die ich ungefähr brauche. Ich merke gerade, während ich im Menü bin oder während ich den Trank trinke, heizt sich meine Stärke leiste. Das war ziemlich convenient. Ich brenne. Aber du bist Geschichte! Wundervoll. How dare you shoot that sickening red jewel? What is happening? King Galen is upset. Why is he acting up now? Get more chains! Tie him down! Come, Arya. Don't waste your time on that one. I don't know what just happened, but I think we're safe. Let's get out of here. You want me to create another cipher? Are you asking me to forge another Belder Reaver? I'm sorry, even if it is the Queen's command, I cannot perform this task. No, Braum. You can do this without selling a soul to the Halya. Tis impossible. I cannot create a cipher as enormous as the Baelor. It doesn't need to be large. As long as it can compete with the Demon Lord's Baelor. I cannot create a cipher as powerful and destructive as the Baelor, but a cipher that is able to break the Baelor itself. A different design. Interesting. Let's try it. Wir kriegen also eine neue Waffe, ja? Und ein neues Fusion-Prisma. Hatten wir gerade nicht
wir hatten gerade echt Glück, dass dieses komische Monster da Randale gemacht hat, sonst wären wir da bestimmt nicht rausgekommen. Aktive Fähigkeit. Normale Angriffe verbrauchen für eine Weile keine Stärke mehr. Endloser Köcher. Kostet aber 11 Punkte. Kann man eventuell am Anfang eines Bosskampfes mal benutzen. Sollen wir sonst noch irgendwas steigern? Wir haben ein paar Skillpunkte. Unbezwingbar. Bodenangriff. Meine Gegner sind häufiger am Boden. Dann könnte sich das eventuell lohnen. Haben wir hier sonst noch? Das haben wir. Ja, ja, ist gut. Reduziert Schaden in der Luft. Volles Rohr. Erhöht die Chance, Gegner zurückzustoßen, wenn die Stärke auf 100% steht. Volles Rohr. Er reduziert erlittenen Schaden, während du nachlädst. Erhöht Stärke. Ganz ehrlich, warum nicht? Spielen wir einfach mal auf Fähigkeit. Das ist auch noch eine letzte Fähigkeit. Was könnte das sein? Schnelles Nachladen. Oh ja, ich glaube, da will ich rein investieren. Aber das müssen wir dann beim nächsten Mal machen, denn jetzt ist die Folge vorbei. Bis zum nächsten Mal bei Odins 4. Und tschüssi.